wir leben in einer schnellen Zeit. So viel Information jetzt auch wieder heute Abend. Wir sind uns gewohnt, dass sich die Dinge permanent verändern, diese Teile jedes Jahr ein bisschen anders aussehen. Millionen Menschen forschen am Fortschritt, Wissen wird produziert. Ich beschäftige mich seit langer Zeit mit dem Wohnen. Da passiert nichts. Alle Menschen reden über das Wohnen, wie wenn es immer so gewesen wäre und immer so weitergehen würde. Und wir publizieren die gleichen 10 innovativen Wohnprojekte seit Jahren in den Büchern und Büchern und Büchern. Das Wohnen hat eine unglaubliche Normalität und ich frage mich natürlich, weil ich mich sehr lange damit auseinandersetze, woher kommt das? Meine These ist, es sind 2 Gründe, die etwas miteinander zu tun haben. Das eine ist die Angst vor dieser Veränderung, die wir im intimsten Raum, in dem wir uns täglich bewegen, mit den Menschen, die wir gerne haben, die wir da nicht so haben möchten. Und der zweite Grund, der hängt wirklich damit zusammen, ist der Schock, den wir als Gesellschaft vor doch schon einiger Zeit, vor 150 Jahren erlebt haben und den wir bis heute nicht verdaut haben. Wir kommen aus Gesellschaften, die bäuerlich waren, unsere Vorgänger, absolute Mehrheit, Landwirtschaft. Und wenn du Bauer bist, dann gibt es die Unterscheidung in Arbeit und Wohnen, nur teilweise. Ich komme selber aus so einer Familie. Es gibt nicht einmal unbedingt die Unterscheidung in Kernfamilie, Mägde, Hilfsarbeiter. Man lebt unter einem Dach. Die Städte damals waren sehr viel kleiner als heute, aber auch da war es genau gleich. Ein Kaufmannshaus, ein Handwerksbetrieb, ein Haus, eine Art Produktionsgemeinschaft. Die Menschen helfen sich, sie leben zusammen und sie unterscheiden nicht unbedingt in Wohnen und Arbeiten. Der Schock, von dem ich rede, den hat Charlie Chaplin sehr schön dargestellt. Der Schock ist die Arbeit zur Arbeit zu machen. Und das ist ungefähr in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts passiert. Plötzlich werden die Dinge auseinandergerissen. Plötzlich ist es der Takt der Maschine, der deinen Alltag bestimmt. Plötzlich gehst du zur Arbeit, machst da ganz genaue Schritte zugunsten des Produkts. Und dann wirst du irgendwann mal wieder entlassen, kommst in deine Familie und wohnst. Die Industrialisierung, die hat zuerst gar nicht in den Städten begonnen. Es war da, wo es Energie gab, Wasser, Kohle, Erz. Das war ein Streifen von Mittelengland über Deutschland bis nach Polen, Russland. Und dort sind diese industriellen Landschaften entstanden, diese gewalttätigen Landschaften der Arbeit, des Feuers, der Energie, die die Menschen aufgesogen haben, die dort zuerst improvisierte Arbeitersiedlungen um diese Orte geschaffen haben und schlussendlich eigentlich die ganze Gesellschaft inklusive den bestehenden Städten durchdrungen haben. Es entstanden diese Industrielandschaften, Landschaften der Arbeit, Landschaften der Infrastruktur, natürlich auch Landschaften der Emissionen, des Drecks, des Lärms. Und man versuchte, man sitzt hier vorne, die Orte der Erholung, die Orte der Ruhe, die Orte der Familie möglichst weit von diesen Dingen wegzurücken. Es gab Dutzende von Kommissionen, von Politikern, von engagierten Menschen, die Lösungen suchten auf die brutalen Herausforderungen des Lebens in der frühen industriellen Stadt. Enge, fehlende Hygiene, fehlende Qualität, der fehlende Platz. Bild aus Stuttgart, Schwabstraße, Gründerzeit, das Mietshaus wurde erfunden. Das war in dem Sinne vorher keine Selbstverständlichkeit. Man versuchte, möglichst viele Leute möglichst nah an ihre Arbeitsplätze zu bringen. Viele von denen haben übrigens in diesem Haus hier gearbeitet. Hier hat Robert Bosch die Zündkerze erfunden, mitten in der Stadt Stuttgart, in diesem Gebäude hier. Es gab Reformvorschläge und alle diese Reformvorschläge hatten immer das Ziel, die Dinge auseinanderzubringen, um die Lebensqualität zu erhöhen.
die großen Städte aufzubrechen. Hier ein berühmtes Bild von Ebenezer Howard um 1900, übrigens gar nicht so lange her. Die große Stadt wird entlastet dadurch, dass wir kleine Gartenstädte um sie herum bauen. Und dann kam die Moderne. Auch wieder hier, Stuttgart, Weißenhof. Zum ersten Mal fanden die Herausforderungen so etwas wie eine Übersetzung, eine Form. Das Haus wurde zur Maschine, das Haus wurde zum technischen Produkt, in dem diese neuen Materialien, Stahl, Glas, Beton, dann auch verwendet wurden. Und es war diesen Architekten ein großes Anliegen, dass man das auch sah. Das Wohnen wurde als modernes Industriearbeiterwohnen neu erfunden. Die Flächen wurden komprimiert. Das Haus, die Wohnung umgab eigentlich die basischen Funktionen des Alltags in einem möglichst präzisen Gehäuse wie eine Maschine. Dieser Siedlungsbau, diese Erfindung, diese erste Manifestation 1927 hier, hat ein Projekt ausgelöst zum 100-jährigen Jubiläum 2027, darf ich hier mit meinem Team dann wieder zeigen, wo wir heute in diesen Fragen stehen. Sie sind nämlich immer noch gleich aktuell. Nach dem Zweiten Weltkrieg millionenfach reproduziert, internationaler Stil, eine Antwort für immer die gleiche Frage: Wie können wir immer mehr Menschen würdig behausen, wie können wir ihnen eine Heimat bieten? Viele lieben diese Großsiedlungen nicht, sie waren aber vermutlich der letzte Moment in unserer Gesellschaft, in der wir das Problem mit großem Engagement kollektiv zu lösen versuchten und, wie man hier an diesem Swimmingpool sieht, auch mit Qualität im Alltag, die früher vielleicht nicht möglich war, Technik zu nutzen für das Wohl der Menschen. Diese Dinge, diese Formen, diese Stadtformen schlussendlich auch, die die Industrialisierung produziert hat, die sterben im Moment mit der Industrie. Die große Fabrik, die riesigen Hallen, das Schwere der Industrialisierung ist zum Teil verloren gegangen, zum Teil in andere Städte ausgelagert worden und zum Teil durch neue Prozesse der Produktion ersetzt worden. Wittgenstein-Bastian in Fellbach, mitten in einem Wohnquartier, komplett roboterisierte Fertigung, Industrieproduktion, Zahnräder werden hier hergestellt. Das ist so anspruchsvoll von den Umweltkonditionen, dass diese Industrie vollständig gekapselt ist, da kommt nichts mehr raus, da wird kein Lärm mehr produziert, deshalb kann das in einem Wohngebiet stattfinden. Das heißt, wir sind im Moment an der Schwelle, dass wir diese ganzen funktionalen Organisationen, die wir, um uns zu schützen vor der Industrie aufgebaut haben, jetzt neu denken können. Und es ist sehr gut, dass wir an diesem Moment sind, weil wir müssen sie neu denken. Umweltwandel, Klima, postfossile Gesellschaft ist mit den Strukturen der modernen Stadt nicht zu haben. Wir müssen Wege kürzer machen, wir müssen Funktionen zusammenbringen, wir müssen in der Fabrik wohnen und wir müssen vielleicht in der Wohnung zu produzieren beginnen. Und das geht dank diesen neuen Entwicklungen an ganz vielen Orten, nicht an allen, aber an ganz vielen. Büroarbeit wurde ja eigentlich ähnlich industrialisiert wie die Produktion. Schauen Sie sich diesen aufgeräumten, wunderschönen Bürobau an. Aber das brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Diese sektorielle 9-to-5-Art des Arbeitens, die wird unnötig. Wir haben es jetzt gerade alle gelernt, welche Möglichkeiten und Tools mittlerweile zur Verfügung stehen, um hier zusammen zu lernen, um hier zusammen etwas Spannendes zu entwickeln und das dann in permanent neuen Konstellationen in unserem Alltag, in einer Reise durch unsere Stadt zu tun. Ein Bild vom Weißenhof in die Stadtregion, die gewachsen ist, eigentlich in das Territorium, das jetzt eine Neuprogrammierung und eine Neuerfindung braucht.
Es geht auch nicht mehr um Stadt und Land. Wenn wir über diesen Raum sprechen, reden wir eigentlich über einen metropolitanen, vollständig verstädterten Raum, in dem zwar vielleicht sogar noch Landwirtschaft stattfindet, in dem Landschaft noch stattfindet, aber eigentlich reden wir von einer Stadt, die jetzt überall an ihren Rändern, an ihren Knotenpunkten zu einem lebenswerten Raum transformiert werden muss. Es geht also nicht nur um technische Infrastrukturen, die neu organisiert werden, sondern es geht sehr stark, ich bin Architekt, es geht sehr stark um Schönheit, es geht sehr stark um Lebensqualität. Nur wenn wir die Menschen begeistern können für den Umbau, für eine andere Zukunft, werden wir sie auf diese Reise mitnehmen können. Es gibt erste Ansätze, natürlich häufig noch im Experiment auf das einzelne Gebäude bezogen. Spannende Entwicklungen in unserem Nachbarland, Niederlande im Moment, die versuchen, das ganze Bauwesen eigentlich als Datenbank des zirkulären Bauens auseinandernehmens, wieder neu zusammenzufügen, umzugestalten. Eines der ersten Gebäude hier. Jedes Bauteil ist in einer Datenbank, jedes Bauteil kann wieder weggenommen werden. Das ist sogar ein Haus, das nur für 5 Jahre provisorisch hier steht, weil dann kommt etwas anderes. Und deshalb war es natürlich ein super Experiment, hier mal zu zeigen, wie ich Häuser eigentlich wieder völlig demontierbar, verschiebbar und neu nutzbar machen kann. Nicht ganz zufällig ein Holzgebäude. Kollegen und Kolleginnen von mir aus der Schweiz, Büro in situ, die haben in den letzten Jahren auch eine Datenbank aufgebaut, Lagerhallen gemietet und die sammeln Fehlproduktionen. Das sind zum Beispiel alles Fenster, die sonst einfach fortgeworfen worden wären. Falsch bestellt, falsch gebaut, falsch geliefert. Sie sammeln solche Materialien und entwickeln aus dem, was sie finden, die Entwürfe für neue Häuser. Das ist ein völlig neuer Prozess auch des architektonischen Entwurfs und des architektonischen Schaffens im Dialog mit dem, was du vorfindest und mit einem sehr viel größeren Aufwand auf der Brain, auf der Software-Seite, als auf dieser brutalen technischen, wir betonieren es jetzt da mal hin, Ebene und wenn es dann halt nicht passt, kommt es wieder weg. Solche Dinge in die Breite zu bringen, solche Dinge in die Quartiere zu bringen, solche Dinge in eine Immobilienökonomie zu bringen, die überhaupt nicht auf das ausgerichtet ist, die, wir haben es gehört, für die Erstellung unglaublich viel Ressourcen braucht, für den Betrieb nochmal und am Schluss noch der größte Abfallproduzent in unserer Gesellschaft ist. Da haben wir in unserer Industrie, kann man es fast nicht nennen, es ist eigentlich immer noch eine sehr handwerkliche Tätigkeit, eine riesige Verantwortung. Und nur wenn wir auch den Gebäudebestand transformieren können, daran hängen Energienetze, daran hängen Stoffflüsse, daran hängt schlussendlich auch Mobilität, werden wir es schaffen, die Herausforderungen der Zukunft anzunehmen und eine Stadt zu schaffen, die muss neu erfunden werden jetzt, die wieder die Kraft hat, die die industrielle Stadt durchaus einmal hatte, weil das war ja eine Befreiung aus Rückständigkeit, Armut und Elend. Jetzt kommt die Herausforderung, diese Transformation in eine neue Zeit zu schaffen. Und Stuttgart, als eine der reichsten und privilegiertesten Regionen der Welt, hat natürlich auch die Verantwortung, dies nicht nur für sich zu tun, sondern hier jetzt Produkte zu entwickeln, die auch in die ganze Welt rausgehen, aber die vermutlich andere Funktionen haben, andere Probleme lösen und vielleicht ärmeren Gesellschaften helfen, diese Transformationen und eine stolze und reiche Zukunft auch bei sich aufbauen zu können. Vielen Dank.